Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld in der Beta 18. Ich glaube, das wäre die Ansage, die doch einige von euch im Augenblick gerne hören wollen würden. Aber ich habe mich jetzt nach längerem Ringen entschlossen, diese Kolonie tatsächlich tot sein zu lassen. Ich habe euch ja gefragt, was haltet ihr davon? Sollen wir sie überleben lassen? Was sollen wir tun? Soll ich das jetzt hier weiterspielen? Was haltet ihr davon? Und ich habe sowohl in der Nerdgedanken-Discord-Community danach gefragt, als auch hier bei YouTube selbst. Ihr habt mir Antworten gegeben, Dankeschön dafür. Und im Augenblick steht es, 3 Leute sind dafür, dass die Kolonie hier weiter existiert. Und es sind leider 6 Leute dagegen. Ich muss ja sagen, ich habe meine Schwierigkeiten bei der Entscheidung gehabt, weil ganz ehrlich, dass die Leute draufgegangen sind, liegt auch zu einem guten Teil daran, dass der Kampf so unglaublich scheiße gelaufen ist und ich es einfach schlecht gespielt habe. Also in dem Sinne von wegen hier, sie standen taktisch kacke und ich habe die Leute mit den Gewehren zu nah an die anderen rangestellt und sie haben sich gegenseitig ins Kreuz geschossen und was weiß ich noch was. Ja, die sind definitiv zu einem guten Teil wegen meiner Fehler gestorben und ich bin, was die Taktik beim Kampf angeht, in dem Spiel noch nicht wirklich gut. Muss ich ehrlich zugeben. Und deswegen bricht mir hier auch so ein bisschen das Herz, weil ich diese Kolonie wirklich gerne mag. Ich habe sie sehr lieb gewonnen und ich denke mal für mich selbst werde ich diese... Huch! Moment, Zusammenbruch, Verwirrung. Okay. Okay. Wir haben hier jemanden, der wild durch die Gegend läuft. Aber ich würde mal wetten, dass das an der Entzug vom Muntermacher liegt, die dieser arme Charakter hier gerade irgendwie durchmachen muss. Egal. Ja. Aber gut, ich meine, RimWorld ist ein Spiel, bei dem man eine wichtige Komponente nicht vernachlässigen darf. Und das habe ich bisher doch recht häufig getan, nämlich das Verbunkern. Es gibt sehr starke Tower-Defense-Sachen, die in diesem Spiel mit einfließen und ins Spielgefühl auch mit aufgenommen werden sollten. Das habe ich nicht getan bisher. Das ist mir jetzt auch knapp ganz brutal auf die Füße gefallen. Das ist mir auch bisher relativ häufig auf die Füße gefallen, wenn ich irgendwie angegriffen wurde. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, ein paar Tutorials anzuschauen, mir zu überlegen, was könnte ich besser machen, wie kann ich mein Spielkönnen ein bisschen steigern, damit solche Sachen nicht mehr so schnell passieren. Und ich denke, es wird mir in einer neuen Kolonie ein bisschen leichter fallen. Gerade auch, weil ich den Erzähler wechseln kann. Ich denke, ich werde von Cassandra Classic zu Phoebe Chillout wechseln. Denn die schickt einem nicht ganz so viele Besucher. Und klar, auch da hat man es dann mit Bedrohungen zu tun, die unfair sein können, die die Kolonie einfach mal auslöschen können, wenn man Pech hat. Das ist mir bei ihr auch schon passiert. Aber ich denke, die Schlagzahl der Besuche wird ein bisschen geringer sein, sodass ich zwischendrin mehr Gelegenheit habe, die Kolonie richtig aufzubauen. Und ich möchte gerne ein sehr langes Let's Play machen, bei dem wir wirklich von Rags to Riches gehen. Also von ganz klein zu hoffentlich irgendwann richtig groß und geil. Und ich fürchte, das wird mir in diesem Schwierigkeitsgrad, er ist zwar der normale, aber wir sind schon am Punkt angekommen, wo die Gegner dann doch recht massiert vorbeikommen. Das wird mir sicherlich bei Phoebe ein bisschen leichter fallen als hier bei Cassandra. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich habe mir überlegt, dass die Leute, die diese Kolonie hier sehr mögen, denen kann ich gerne den Save zur Verfügung stellen, den ihr jetzt gerade seht. Also das ist hier ein bisschen vor dem Angriff. Ihr seht das, weil hier dieses Geothermiewerk noch nicht ganz fertig ist. Es ist noch nicht ganz eingeschanzt und so. Und ich denke mal, wenn ihr Bock habt, diese Kolonie für euch weiterzuspielen, habe ich kein Thema damit, das als ZIP-File irgendwie zur Verfügung zu stellen, zu sagen, so hier hast du einen Safe, viel Spaß. Dann können Upgrade, Tascha, Flower, Face, Chris und jetzt der Neuzugang Trigger auch auf eurem Bildschirm ein bisschen vor sich hin wurschteln. Und vielleicht kriegt ihr das ja dann auch besser hin als ich weiß es nicht. Ich bin echt ein Fan von den Leuten hier. Ich gebe es zu, aber ich muss sagen, ich könnte hier einiges besser machen. Ich könnte es optimierter machen.
Also wenn ich mal sehe, wie andere Leute spielen, dann kommt mir meins furchtbar chaotisch vor, aber okay. Ich lerne ja noch. Heute ist Donnerstag. Ich nehme normalerweise wenig Bezug auf den jeweiligen Termin, aber für dieses Angebot, das ich euch jetzt machen möchte, brauche ich das. Heute ist Donnerstag und da ich erst am Samstag wieder dazukommen werde, Aufnahmesessions zu starten, schlichtweg, weil ich im Augenblick durch die Hausrenovierung und den bevorstehenden Umzug extrem eingespannt bin, habt ihr bis Samstag Zeit, mir eure Lieblingsmods zu empfehlen. Wenn ihr irgendein Spielelement habt, wo ihr sagt so, hey, das ist geil, das ist witzig, probier das mal aus, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare hier unter dieses Video und ich gucke mir das an. Und wenn ich dann sage, okay, hier, das sieht gut aus, probiere ich mal aus oder das ist so bescheuert, das muss ich mal testen, warum nicht? Wir haben jetzt hier ein Vanilla-Spiel gehabt, wo überhaupt nichts gemoddet war. Deswegen kann ich auch den Save ohne Bedenken zur Verfügung stellen, da ich mir ziemlich sicher bin, dass das mit euren Versionen auch kompatibel sein wird, zumindest im Moment noch. Für die neue Kolonie möchte ich auf jeden Fall ein Mod benutzen, das mir erlaubt, bei der Kolonistenzusammenstellung ein bisschen mehr Individualität reinzubringen und sei es nur über die Farben der Frisuren und die Frisuren selbst. Das heißt, dieses Mod werde ich auf jeden Fall benutzen, wenn es darum geht, die Kolonisten auszuwählen. Aber da ich das doch ein bisschen beschiss finde, sich dann die idealen Fähigkeiten zusammenzukaufen, werde ich auch da nach dem Zufallsprinzip gucken, ob ich irgendwelche coolen Dinge finde. Okay, menschenjagendes Rudel. Oh, fuck you. Menschenjagende Tiere der Gattung Polarwölfe sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in der Region umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Dun, dun, dun. Okay, sie können nicht durch Türen durchgehen, weswegen es ratsam ist, deine Kolonisten nicht rauszulassen. Geschütztürme werden von ihnen nur angegriffen, wenn sie aktiviert sind. Das Rudel wird durch die Gegend... wird die Gegend in ein paar Tagen wieder verlassen. Wow. Ola, ganz schön viele. Okay. Also die gute Cassandra hätte hier jetzt die weitere Überraschung für mich parat. Klingt ja sehr spaßig, aber auch sehr unangenehm. Aber ich denke mir, die hätte ich auf jeden Fall weggeschossen gekriegt. Denn dafür haben wir nämlich Geschütztürme. Ist das Ding aktiviert? Ich gucke einfach mal, was passiert. So, Face, was hast denn du vor? Ach ja, du bringst erstmal Zeug zu Xue. Zu unserer gefangenen Prostituierten. Ah, egal. Naja, es ist auf jeden Fall immer noch reichlich viel los und ich denke, dass wir auch bei Cassandra Classic, Quatsch, bei Phoebe, sehr viel Spaß haben werden. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten, oh, da kommen schon die krassen Hunde. Yay! Komm, schieß sie platt. Ja, ja, macht sie tot, macht sie tot. Oh, wow. Wow, Alter! Krass! Die haben dieses Geschütz ja dermaßen schnell kaputt gemacht. Ich krieg die Krise. Okay, das wäre sehr lustig geworden hier. Hallaria. wo waren wir stehen geblieben? Bei den geschützkillenden Wölfen hier? Okay, ich hätte hier mehr Geschütze gebräucht wahrscheinlich. Egal. Schauen wir doch mal, was weiter passiert. Oh, das sieht ja so krass aus. Na komm, mach sie tot. Mach sie tot! Okay, die Viecher gehen hier richtig ab. Meine Herren, wie stark verletzt ist das denn? Doch recht deutlich. Okay, der würde zumindest verbluten. Der ist noch gesund, ist auch gesund, auch gesund. Oh Gott, okay. Also so richtig viele Wölfe bleiben hier nicht auf der Strecke, wenn man diese Geschütze so anguckt. Krass. Okay, das war das nächste. Heide Witzka. Okay, die sind ja richtig aggro, die Viecher. Und das erste Geschütz hat tatsächlich nur einen einzigen Wolf tatsächlich verletzt. Eieiei, okay. Wütend Menschenjäger geht. Klingt sehr ungesund hier. Egal, lassen wir das Thema jetzt einfach. Wie gesagt, ich werde bei der neuen Kolonie auf jeden Fall die Kolonisten ein bisschen individueller gestalten, aber nicht in ihren Werten groß eingreifen, weil ich den Zufallsfaktor hier einfach interessant finde.
Also gerade so die Auswahl zwischen, okay, ich habe hier entweder die durchgedrehte Superschützin, die dummerweise auch eine Kannibalin ist, oder aber ich nehme den psychisch total abgestumpften Typen, der dafür dann nicht putzen will oder so. Das finde ich eigentlich witzig bei dem Spiel. Das macht mir am Anfang immer sehr viel Spaß. Und ich möchte auf jeden Fall in einem anderen Biom spielen, als jetzt hier in dieser klassischen gemäßigten breiten Ecke. Zum einen, weil das Spielgefühl wieder ein bisschen verändert. Zum anderen ist einfach Abwechslung. Denn diese zweite Staffel RimWorld soll sich ja auch von der ersten ein bisschen unterscheiden, die ich dann mit diesem Video hier beende. Leute, bisher hat es mir super, super viel Spaß gemacht, dass ihr hier regelmäßig zugeguckt habt, dass ihr mir auch Tipps gegeben habt. Denn, wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht so super gut. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir denke, okay, das könntest du besser machen, aber ich habe nicht unbedingt konkret eine Idee dafür. Insofern ist das super hilfreich. Danke, danke. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass ihr mit den Kolonisten mitleidet. Wenn ihr für die neue Kolonie Namensvorschläge habt, so irgendwas, wo ihr sagt, so hey, den Namen finde ich cool, bring das mal mit rein, auch bitte in die Kommentare. Denn wenn ich die Kolonisten schon customize, dann kann ich das auch gleich mit den Namen tun. Vielleicht finden wir ja irgendwas Cooles. Und so ad hoc bin ich dann meistens nicht so super kreativ. Also bei mir heißen zum Beispiel die Landwirtschaftler meistens Green oder irgendwie irgendwas, was sonst wie mit Landschaft zu tun hat. Oder die Ärzte heißen dann halt Doc. Das ist immer so ein bisschen, naja, nicht sehr toll irgendwie, aber ja gut. Ich glaube, ihr habt da bessere Ideen als ich. Ansonsten freue ich mich darauf, die nächste Staffel mit euch anzugehen. Das wird hoffentlich eine coole Sache. Hoffentlich überlebt auch die Kolonie ganz lange und ich mache nicht irgendwelche dummen Fehler. Ich habe mir überlegt, dass ich in die Steppe gehe, denn dort hat man von Anfang an einen richtig krassen Holzmangel. Damit klarzukommen ist nicht so leicht, gerade wenn die Kolonie noch recht jung ist und man am Anfang ja eigentlich alles irgendwie aus Holz bauen möchte, kann, muss, wie auch immer. Das ist ein bisschen mehr Herausforderung. Dschungel hatte ich mir auch überlegt, aber ich habe jetzt bei mehreren YouTubern mitbekommen, dass die Dichte an irgendwelchen fiesen Viechern relativ hoch sein soll und dass das Ganze dann ein bisschen schwieriger ist. Mal abgesehen davon, dass man recht früh ziemlich viel Kühlung braucht, weil im Dschungel ist es natürlich tropische Temperaturen, da reicht dann halt ein Kühlungsding nicht, da brauchst du dann mehrere. Man braucht also gleich eine Infrastruktur, die das Ganze auch hinkriegt und so weiter und so fort. Mal gucken. Also Steppe favorisiere ich, außer ihr habt noch irgendwelche anderen Vorschläge. Eis kommt mir ein bisschen zu krass vor und ich möchte ehrlich gesagt eine Kolonie haben, die die Chance darauf hat, dass sie nicht wegen neuer Spielerblödheit, also das klassische Layer 8 Problem, drauf geht. So, ihr Lieben, ich denke mal, jetzt habe ich genug gelabert über die nächsten Pläne. Ich hoffe, ihr macht dann auch wieder mit, seid wieder mit dabei, leidet mit, freut euch mit. Vielleicht erleben wir dann auch wieder interessante Love Stories oder spannende Kämpfe. Ich hoffe doch, dass ich dann ein bisschen sinnvoller spielen kann und dann nicht mehr so ein Konglomerat an Bude baue wie jetzt hier. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt das idealste Layout, aber was soll's. Man baut und lernt. Und bis dahin hoffe ich mal, dass ihr eine schöne Zeit habt. Also bis Samstag Nachmittag spätestens eure Vorschläge bitte, denn abends werde ich aufnehmen und die erste Folge gibt es dann auf jeden Fall am Sonntag. Also von heute an in 1, 2, 3, 3 Tagen. Naja, ein bisschen länger. Ich freue mich drauf. Vor allem, weil RimWorld, auch wenn es einen immer auf die harte Tour Dinge lernen lässt, mir macht es einfach immer noch Spaß. Und ja, ich beiß mir ab und zu auch so ein bisschen auf die Hand und denke mir so, Alter, warum tust du mir das an? Aber es ist unterhaltsam. Ich find's gut. Mal gucken. Wenn dann irgendwie so in der ersten Woche dann gleich irgendwie so der Mechano-Schnitter vorbeikommt und meine ganze Kolonie grillt, ja, dann freue ich mich wahrscheinlich nicht so sehr. Mal gucken. Also ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Ich freue mich auf eure Vorschläge, auf eure Namensideen, auf die Mods, die ihr gut findet. Und wir sehen uns dann aller spätestens in ein paar Tagen, wenn die nächste Folge der zweiten Staffel kommt. Macht es gut, bis dahin,
und tschüss.